Kurz nach 8. 32 Grad soll es heute werden, eigentlich wie jeden Tag. Im Unterschied zu gestern, keine Wolke am Himmel. Noch haben wir es 23 Grad offiziell. Hier auf der Terrasse allerdings bereits 32,3. Ja, irgendwo sind schon wieder Laubbläser unterwegs. Aber bisher sieht es noch so aus, als würde der Wetterbericht heute richtiger liegen als gestern. So, erstmal Kaffee. Kurz nach 10, langsam wird es warm. Also besonders im Schlafzimmer, wo ich mich halt aufhalte. Ein paar Wolken ziehen hier und da auf, aber größtenteils ist es einfach nur knatschsonnig. Hier auf der Terrasse 33,2 Grad. Mal stehen hier. So, ein kurzer Gartencheck. Wie sieht das denn hier aus mit diesem Schmarotzer? Na, ist natürlich immer noch da hier und da. Das sieht man jetzt nicht so im Schatten. Ich meine, die Blätter bleiben dran, die noch dran sind. Die Papayas. Da wird noch nichts gelb. Okay. Wow. Ansonsten natürlich im Hintergrund diese Laubbläser oder Grasschneide. Maschine, wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Hier meine Terrasse. Eigentlich muss ich mich um nichts kümmern. Die hier, da muss ich mal gucken. Die sehen nicht so aus, als hätten sie die Umpflanzung bzw. die Separierung von der Haupt-Aloe Vera besonders gut vertragen. Die muss ich mal im Schatten lassen. Ich glaube, die vertragen die krasse Sonne am Morgen nicht. Ich hoffe, die gehen an. Wenn nicht, ist jetzt nicht so super tragisch, aber es wäre schon nice. So, ja, ein paar Jobs sind aufgepoppt. Mit den E-Mails und Facebook und so weiter bin ich durch, aber da wollte ich mich jetzt noch bewerben. Dann wollte ich noch eine E-Mail rausschicken. Und dann muss ich mal sehen. So, ja, noch 18 Subscriber bis 1000. Und da wollte ich ja was Besonderes machen. Ja, vielleicht wird das Besondere auch sein, ein Motorrad auszuleihen und hier diese supergeilen Straßen entlang zu fahren. Mit der GoPro. Also es ist natürlich eine andere Sache, komplett alleine mit dem Motorrad loszuziehen. Ne? Als in Deutschland ist mein Bruder, hat er ja navigiert und ist vorgefahren. Das heißt, ich musste immer nur hinter dem hinterherfahren. Und wenn der halt runtergebremst hat auf, keine Ahnung, dann wusste ich halt, ich muss auch krass runterbremsen. Das habe ich halt hier nicht den Vorteil. Und hier, ich glaube, dieses Jahr hatten wir 38 Verkehrstote im Vergleich zum letzten Jahr, wo es 46 waren. Ich meine, das Jahr ist so gut wie rum. Aber es ist halt eine kleine Insel. Und ja, zu viel Protection habe ich halt nicht. Beziehungsweise kann man auch nicht anziehen, weil es halt einfach schweinewarm ist. Von daher werde ich wahrscheinlich ein T-Shirt losziehen. Und wenn ich dann falle oder sonst irgendwas, dann wird es übel. Von daher, das wäre was Besonderes. Eventuell fahre ich auch zur Nordsee hoch, mache halt dieses Hai-Tauchen. Aber da kann man halt Glück und Pech haben, ne? Man kann halt Haie sehen oder gar nichts. Und ich wollte immer noch rausfinden, ob man seine eigene GoPro benutzen kann oder ob man dann dazu gezwungen wird, die Fotos zu kaufen und seine eigene GoPro gar nicht mitnehmen darf. So, kurz um Garten gekümmert. Die restlichen Zitronenpflanzen so nachgeschnitten, dass es jetzt wirklich hübsche Pflanzen sind. Also, da kann man ja nicht meckern. Sogar die großen hier habe ich so nachgeschnitten, dass es mehr oder weniger aussieht wie ein Bäumchen jetzt. Dann muss ich echt mal langsam Fotos machen. So, ja, zwischen 11 oder halb 11 und 2 ist der UV-Index hier extrem. Es bedeutet laut Wetter-App Sonnenbrand nach spätestens 11 Minuten, je nach Hauttyp. Und die Sonne brennt auch ganz schön. Hier auf der Terrasse, obwohl die Sonne jetzt nicht mehr komplett reinknallt, 33 Grad. Windiger als angekündigt, aber ansonsten weiterhin schön. Ja, Schnorchelbedingungen an allen Seiten eher schlecht, laut App. Und es gibt relativ hohe Wellen. Hier an der Südseite 3 bis 5 Fuß. Das wäre eigentlich perfekt zum Surfen.
Ja, für die Neuen. Surfen. Ich nicht so gut. Pop-ups muss ich üben. Aber jetzt bringe ich mich erst ein bisschen auf Vordermann. Mit Liegestützen, Klimmzügen, ein bisschen Hanteltraining und so weiter. Und dann kann ich aber wieder surfen gehen. Der Chris, den treffe ich ja eventuell übermorgen. Der will wahrscheinlich auch surfen gehen. Das ist mein Kollege hier, für die es noch nicht wissen. Und der ist der krasseste Surfer. Also der denkt, wenn er nicht an sein Uni-Studium, hast du nicht gesehen, denkt, denkt er an Surfen. Er geht fast täglich surfen, hat 23 Surfbretter. Ja, da sieht man schon. So, ja, der wollte mir eigentlich Surfen beibringen, aber ne, ist halt nicht so einfach, wie ich dachte. Aber ich gehe auch einfach nicht. Das ist das Problem. Ja, das Wetter ist schön. Arschwarm hier drin. 29,6 Grad. Hören die Gartenarbeiten auf, ja? Also zumindest in der Ferne. Fängt mein Nachbar an jetzt. Ja, wir haben genau 12 Uhr. Und der sich um 12 Uhr in den Garten stellt sozusagen und seinen Rasen trimmt. Also es ist nicht nur schlecht für den Garten. Es ist nicht nur schlecht, weil er einen Sonnenbrand wahrscheinlich bekommt. Sondern es ist auch schlecht, weil er mich annervt. Ja. So. Was ich heute irgendwie Spannendes mache, muss ich mir noch überlegen. Ich habe halt ein bisschen was erledigt bekommen hier. Die Applikation rausgehauen. Ja. Es steht halt einfach nichts an. Ich könnte mal angeln gehen wieder. Aber war ich ja gestern. Ne, das ist halt nicht super motivierend, wenn man so gar nichts fängt. Aber ich könnte noch mal das machen, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ne, mit kleinen Schrimpstücken bzw. Squidstücken angeln. Einen Köderfisch fangen und dann mit dem Köderfisch an die dicke Bosenrute. Aber die Sonne, da warte ich noch bis 2 Uhr, da habe ich noch 2 Stunden. Und dann überlege ich mir das, ob ich das mache. Irgendwann muss ich machen noch heute. Sonst, ne? Ich war es nicht. Und dann habe ich auch keinen Content. Fragst dich, was schlimmer ist. Oh, das Wetter ist relativ schön. Die Entscheidung ist gefallen, habe ich Arbeitslosengeld bekommen. Bekomme ich nicht. Und zwar aus dem Grund, den mein Arbeitgeber, mein ehemaliger Blucher Wein, angegeben hat, warum ich nicht mehr für die arbeite. Das ist die absolute Mega-Unverschämtheit. So, jetzt werde ich natürlich Einspruch einlegen und ich werde mal den einen oder anderen Anwalt kontaktieren. Denn, ey, unglaublich. Gott, was für ein Tag, Mann. Jetzt haben wir kurz vor 6, der Tag so gut wie vorbei. Den ganzen Tag mit Internet verbracht, Research betrieben. Naja, wenn ich einen Anwalt finde. Es gibt Anwälte, die übernehmen einen Fall und streichen dann als Bezahlung um die 40% dessen ein, was bei rumspringt. Wenn ich so einen finde, dann mache ich's. Wenn ich da im Vorfeld irgendwas zahlen muss, das, ey, das kann bis 100.000 Dollar kosten und dann im Endeffekt nichts bringen. Aber ich lasse ja solche Leute ungern davon kommen. Naja, dann gibt es noch so eine Hawaiian Civil Rights Commission, dann gibt es noch irgendeine andere Behörde. Na, da habe ich das überall mal angezeigt. Ich bin mal gespannt, was die sagen. Also, dass ich jetzt kein Arbeitslosengeld bekomme, ne? Das fuckt mich richtig an. Um da einen Einspruch einzulegen, braucht man die Nummer für diese finale Entscheidung oder die Entscheidung, die getroffen wurde. Und die geht mir wohl per Post zu. Und die habe ich noch nicht. Das ist zwar online schon irgendwie, aber da gibt es diese Nummer nicht. Das muss ich abwarten, bis es per Post kommt. Ich hoffe, es kommt morgen, dann kann ich es nämlich morgen direkt machen. Ja, Wetter. Auch wenn der Sonnenuntergang gut werden sollte, was die App nicht sagt,
ist jetzt fast zu spät loszufahren. Der ist nämlich schon in einer halben Stunde. Also ich gucke mir kurz mal die Webcam an. Wenn kein Stau ist, schaffe ich es vielleicht noch. Ja. Toll. Alles, ey. Da kann man schlecht sagen, ob der Sonnenuntergang was wird. Könnte sein. Aber ich muss nirgendwo mehr hin. Ich meine hier, ne? Wenn sich das alles einfährt da, verpasse ich natürlich, aber da gibt es schon noch mal bessere. Ich glaube, ich gehe jetzt mal duschen. Hunger habe ich überhaupt nicht. Ich habe auch gestern nichts mehr gegessen, außer ein Avocado. Eine Tüte. Eine kleine Tüte. Schokokrossis. Habe ich. Schokokrossis sind weg. Jogurette ist weg. Immer traurig. Boah, jetzt habe ich noch mal im Internet damit, also der Sonntag wurde nichts, damit auseinandergesetzt. Ey, ein Arbeitgeber, ja, der kann, das ist ja hier at will, der kann basierend auf Gerüchte einfach einen feuern, der braucht nicht nachzuforschen und hat das Recht dazu, zu machen, was immer er will. Ey, das ist Amerika. Das ist ja krass. Boah, jetzt habe ich den ganzen Tag vom Hüde verbracht. Und am Ende hat es nichts gebracht. Und ich bin noch sehr oder mehr angenervt als ohnehin schon. Boah, nervt mich das alles. Das würde mich fast wieder oder lässt mich fast wieder überlegen, ob ich nicht die europäische License mache und doch Europa arbeite. Na. Schon wieder später als geplant. Draußen regnet es in Strömen. Der komische Movie-Server, wo ich immer die Filme alle umsonst gucke, bei hurrawatch.cc. Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Das stürzt dauernd ab. Einen richtigen Film konnte ich gar nicht gucken. So, jetzt kommen noch kurz die Fragen. Das vorletzte Mal, morgen sind wir durch. Und dann gehe ich direkt ins Bett. Also wir sind hier nicht mehr noch bei Geografie. Und so wie es aussieht, geht es morgen dann mit Symbols weiter und Holidays. Das sind aber jeweils nur 3 und 2 Fragen und dann sind wir durch. So, heute nochmal Geografie, wie gesagt. Name one US territory. Puerto Rico, US Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. Na, davon muss man eins nennen. Name one state that borders Canada. Canada. Gott, kann kaum noch sprechen. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. Ganz schöne Menge. Name one state that borders Mexico, California, Arizona, New Mexico, Texas. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Und letzte Frage. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor, Liberty Island.
also acceptable are New Jersey, near New York City and on the Hudson River. Sind auch akzeptable Antworten, die man da geben kann. So, 5 noch. Dann sind die 100 Fragen durch. Dann geht's wieder von vorne los. Okay, Schatz beiseite. Dann wisst ihr, was man wissen muss.